In diesem Video möchte ich dir erklären, was der sogenannte Vata-Typ ist. Der Vata-Typ besteht aus den Elementen Raum und Luft. Und Luft ist das vorrangige Element. Das heißt, alle Menschen, die eine Vata-Konstitution haben im Ayurveda, neigen dazu, dass sie raue Haut bekommen, haben eine sehr empfindliche Verdauung und haben feine, dünne Haare, dünne Gesichtszüge, sind sehr schlank von Natur aus, haben kleine Hände und kleine Füße und meistens auch dünne und trockene Lippen. Sie nehmen leicht ab und schwer zu und haben eine unregelmäßige Verdauung. Das heißt, sie brauchen mehrere Nahrungsmittel über den Tag verteilt. Also morgens, mittags, abends sollten sie ihre Hauptmahlzeiten nehmen und dazwischen dann nochmal zwei Snacks, also Zwischenmahlzeiten. Überwiegend sollten sie warme Speisen zu sich nehmen. Alles, was flüssig ist. Wenn du wissen willst, welcher Ayurveda-Typ du bist, dann schreib mir eine private Nachricht und wir finden es gemeinsam heraus.